Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video stelle ich euch gleich vier Spiele vor: Detective, Albtraum im Spiegel und drei Spiele der Sherlock-Reihe. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung. Ich habe gedacht, komm, gleich vier Spiele in einem Video, weil die Detective-Boxen, die habe ich euch teilweise einzeln alle schon vorgestellt. Jetzt habe ich quasi den aktuellsten Fall, je nachdem wann ihr das Video schaut. Detective, Albtraum im Spiegel. Ich werde natürlich zu dem Spiel und zum Mechanismus noch ein bisschen was sagen. Und auch die Sherlock-Reihe, die möchte ich euch vorstellen. Mord im Nachtzug, Seance mit einem Toten und die Fälschung. Vier Spiele also, die ich jetzt in diesem Video kurz und knackig vorstelle, je nachdem parallel gleich im Fazit und dann wisst ihr Bescheid, je nachdem, ob das was für euch ist. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit Detective an, eine durchaus sehr erfolgreiche Reihe, erschien bei Abacus Spiele, die anderen Sets, wie gesagt, auch bei Abacus Spiele, gibt es auch schon einiges, auch eine erfolgreiche Reihe, die kosten auch gar nicht so viel. Albtraum im Spiegel ist ein Detektivspiel, ein kooperatives Spiel, ab 12 Jahre wird angegeben, liegt oftmals auch an der Schwierigkeit der Rätsel für 1 bis 6 Personen. Wir haben die Sets jetzt zu zweit gespielt, kann man aber auch solo spielen und Zeitfaktor etwa 60 Minuten, aber ohne Stress. Klar, wenn ihr den Fall gelöst habt, dann kennt ihr die Rätsel, aber ihr könnt alles wieder zurücksetzen. Übrigens, das ist auch bei diesen Sets der Fall und könnt quasi die Box dann weitergeben oder verschenken. Hier seht ihr die Box, so sieht das Ganze dann aus und wenn ihr das öffnet, ich habe es schon ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise zurückgesetzt, wir haben es ja gespielt, dann sieht das genau so aus. Das heißt, ihr habt ein Kartenset, ihr habt solche Klammern. Die Klammern benötigt ihr nachher für die Lösungen, weil letztendlich spielt ihr einen Kriminalfall. Ihr müsst die Lösung herausfinden, ihr müsst die Geschichte verstehen, die Hintergründe, weil dazu bekommt ihr am Ende Fragen gestellt und die Antworten, die markiert ihr mit so einer Klammer und gegen Ende wird dann auch geprüft, ob ihr richtig oder falsch liegt und je nachdem bekommt ihr mehr oder weniger Punkte, aber Hauptziel ist es natürlich durchaus, ja, diesen Fall zu lösen. Wenn man da also anfängt, und ich will ja auch gar nicht zu viel spoilern, dann heißt natürlich, schaut euch diese Karten nicht an und mischt sie nicht. Die sind nämlich wieder zurückgesetzt, beginnt bei 1 und so kann man das quasi auch wieder weitergeben. Und das ist eine Sortierung von 1 bis 55. So, dann gibt es noch ein paar Informationen. Ihr müsst den Fall gemeinsam lösen. Es ist ein kooperatives Spiel. Und ihr merkt, ihr müsst das Spiel, die Anleitung gar nicht vorbereiten. Ihr nehmt das Spiel einfach mit, wenn ihr irgendwo hingeht oder abends und fangt dann gleich an zu spielen. Ihr braucht euch da nicht vorbereiten. Und beim Spielende müsst ihr einige Fragen beantworten, das habe ich ja auch schon gesagt. Dann gibt es eine Einleitung. Ich möchte natürlich nicht zu viel spoilern, was den Fall angeht. Polizeianruf, ja, Polizeiwache. Und ja, da gilt es natürlich, verschiedene Aufgaben, Rätsel zu lösen. Was ist denn passiert? Was sind die Hintergründe? Da gibt es eine Information. Und dann wird der Tatort aufgebaut. Und das ist eine Box, die man quasi auch benötigt für den Tatort, weil man nimmt die Schachtel, platziert sie quasi so vor einem und dann wird der Tatort aufgebaut. Auf mehreren Karten wird erst einmal angegeben, wie der Tatort aufzubauen ist, wie die Karten dann hier zu platzieren sind, sodass man dann quasi auch so einen dreidimensionalen Tatort hat, der sich je nachdem weiterentwickelt. Und ihr müsst natürlich dann schauen, wie ihr den Fall bzw. wie ihr den Tatort überprüft. Ja, was ist mit den restlichen Karten? Jeder bekommt, abhängig von der Spieleranzahl, bekommt man gewisse Karten auf die Hand. Bei einem Spieler sind 5 Karten, wir haben zu zweit gespielt. Ich habe also 3 Karten immer abwechselnd ziehen. Man sieht hier, die haben eine schwarze Rückseite. Jeder bekommt, wenn er zu zweit spielt, also 3 Karten auf die Hand. Ich nehme jetzt einfach mal diese 3 Karten. Das heißt, nur ich kenne im Prinzip das, was drauf ist. Ich darf gewisse Informationen geben, aber ich darf natürlich die Karte nicht vorlesen. Da gibt es gewisse Vorgaben und es gibt eine Karte mit einem Archiv. Weil es wird reihum gespielt und immer wenn ich am Zug bin, spiele ich entweder eine Karte aus. Ja, die spiele ich doch eigentlich immer aus, macht ja auch Sinn. Nein, nicht immer, aber ihr könnt eine Karte ausspielen, sodass sie jedem zugänglich ist. Das heißt, jeder sieht, was als Information hinterlegt ist. Ob ich die Karte ausspielen darf, hängt von der Zahl ab, die oben abgebildet ist. Weil letztendlich, wenn im Archiv 3 Karten liegen, ihr könnt ja auch Karten verdeckt ablegen,
anstatt sie offen auszuspielen. Aber wenn beispielsweise drei verdeckte Karten im Archiv liegen, könnt ihr Karten, wo ein Wert von 1, 2 oder 3 abgebildet ist, überhaupt offen ausspielen. Das heißt, ihr müsst euch manchmal überentscheiden, welche Karte ihr verdeckt liegt. Vielleicht ist diese Information ja auch gar nicht relevant für den Fall, benötigt ihr auch gar nicht. Das heißt, ihr müsst da überlegen, spiele ich sie offen aus, abhängig von der Anzahl der Karten im Archiv, wo verdeckte Karten liegen, oder ihr spielt die Karten verdeckt aus. Und dann gibt es in diesem Spiel, und ich möchte ja auch nicht so viel spoilern, so kleine Zwischensequenzen mit kleinen Informationen, aber früher oder später, wow, ist das Spielende schon quasi eingeleitet. Na, also, so, jetzt habt ihr hoffentlich genug Informationen gesammelt und jetzt lernen wir einfach mal auf, ob ihr den Fall auch lösen könnt und deswegen auch die Klammern. Und so bekommt ihr quasi am Ende Fragen gestellt. Ihr solltet gut auf die Karten schauen, auf die einzelnen, auf den Tatort, was ist da zu sehen. Und das ist quasi der Bereich von Detective. So, kurzes Fazit gleich an dieser Stelle. Detective, ein Fall, der mir persönlich gut gefallen hat. Detective ist bei vielen Rätselspielen ja auch so, dem einen gefällt es mehr, dem anderen weniger. Ihr seid manchmal auch anderer Meinung als ich. Das ist auch an absolut in Ordnung. Viele schreiben es auch gerne in die Kommentare, auch jetzt gerne als Ergänzung, was denn eure Favoriten sind, was Detective angeht. Aber der Fall hat mir persönlich richtig gut gefallen. Das waren ein paar schöne Facetten dabei, wo richtig cool gemacht sind, wo man auch ein bisschen um die Ecke denken muss. Und es hat auch gut zu zweit funktioniert. Es wird aus meiner Sicht, ich kann es ja nicht nochmal spielen, auch mit mehr Personen gut funktionieren. Es ist natürlich eine andere Anzahl von Karten, die rausgegeben ist. Man muss natürlich mehr überlegen, mehr gemeinsam agieren, mehr gemeinsam auf den Tatort schauen und überlegen und quasi ja, schauen, um der Rätsel und oder beziehungsweise um das Rätsel am Ende auch zu lösen. Stelle ich mir, was mehr Personen angeht, auf jeden Fall ein bisschen knackiger vor, aber ja. Zu zweit, zu dritt, kein Problem, spielt sich auf jeden Fall richtig gut. Eine klare Empfehlung, wer solche Detective-Spiele, Detektivspiele mag. So, und dann gehen wir jetzt aber gleich zum nächsten Spiel über, beziehungsweise zum Spiel Sherlock. Hier wird angegeben, früher war ja ab 8 Jahre draufgeschrieben, aber die sind durchaus knackig, die Rätsel, also schon auch ein bisschen anspruchsvoller. Mittlerweile hat man 12 Jahre draufgeschrieben, 1 bis 8 Personen, das finde ich nach wie vor ein bisschen übertrieben. Also ein Sherlock-Fall, ich weiß nicht, wenn ihr es schon gespielt habt mit sehr vielen Personen, schreibt es mal rein, aber wir spielen die meisten zu zweit, zu dritt und es funktioniert. Und man kann es natürlich auch mit mehr Personen spielen. Ich sage natürlich auch gleich noch was ein bisschen zu den Abläufen, aber 1 bis 8 Personen und 60 Minuten Spielzeit. Ich habe hier Mord im Nachtzug, Seance mit einem Toten und die Fälschung. Andere Sets habe ich euch schon vorgestellt, teilweise einzeln sogar als Video. Da könnt ihr einfach mal schauen. So, und so sieht das aus. Das heißt, hier habt ihr wieder ja, das Paket der Karten. Ja, ich will nichts spoilern. Ganz wichtig, ihr habt natürlich hier den Ablauf. Gar nicht mal so viel. Und ihr habt die Startkarte. Alle anderen Karten quasi mischt ihr sowieso, beziehungsweise halt sie verdeckt. Es wird also auch hier nicht zerschnitten etc. Ihr kennt aber die Lösung, aber ihr könnt quasi auch das Spiel wieder weitergeben. Was macht man da denn überhaupt in diesem Spiel? Es heißt am Anfang, nehmt die erste Karte 01. Man kann sozusagen dadurch auch das Spiel wieder zurücksortieren, beziehungsweise ihr braucht nur die eine Karte, um das Spiel zurückzusortieren. Und die legt ihr quasi offen vor euch aus. Ich ein bisschen näher und man hat natürlich auch hier einen Kriminalfall. Die anderen Karten, die mischt ihr, bildet einen verdeckten Stapel und hier sagen wir die Karten und abhängig von der Spieleranzahl zieht man dann quasi wieder 3 Karten. Steht auch dabei, teilt jedem Spieler 3 Handkarten aus, nur 2 Karten bei 6 Spielern oder mehr. Also dadurch wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, diesen Tatort habe ich schon vor mir liegen. Ich habe je nachdem 3 Karten gezogen und dann geht es natürlich noch um eine Story. Das ist jetzt die Regel etc. Ja, das sind noch ein paar Informationen, was die Abläufe angeht, aber ich werde es euch jetzt ganz kurz sagen, weil so schwer ist es ja gar nicht, was man in dem Spiel machen muss. Ihr habt auf jeden Fall hier das Abteil 33, da liegt eine Person und ihr bekommt auf jeden Fall hier eine kleine Geschichte serviert, was denn hier passiert ist. Ihr solltet aber nicht hier unten schon den Kleber wegmachen, beziehungsweise hier den Aufsatz, weil drunter befinden sich die Fragen, die ihr am Ende wieder gestellt bekommt.
um natürlich zu wissen, liegt ihr richtig, was den Detektivfall dann angeht. Es ist auch verknüpft mit einer kleinen Story. Solospiel auch separat die Regeln. Aber ansonsten, wenn ich dran bin, habe ich ja meine drei Karten. Ich habe meine drei Karten auf der Hand. Und darf ich überhaupt Informationen preisgeben? Ja, ich darf Informationen preisgeben. Und zwar die Überschrift, wenn es eine große Überschrift ist, darf ich die benennen, aber nicht sagen oder ja, formulieren, was ich da sehe. Oder es ist ein Text hinterlegt und je nachdem ist auf dem Text ein Teilbereich unterstrichen. Auch den lest ihr vor. Nur den unterstrichenen Bereich. Den restlichen Bereich behaltet ihr für dich, für euch. Und die anderen Spieler müssen natürlich überlegen, okay, ist die Information jetzt wichtig oder nicht. Weil wenn ihr am Zug seid, habt ihr zwei Optionen. Und das sind quasi auch die Regeln dazu zum ganzen Spiel. Gar nicht mal so schwer. Ihr spielt die Karte entweder offen aus. Ja, wie Detective. Ihr spielt die Karte offen aus, da gibt's keine Vorgaben etc. Oder ihr legt die Karte auf die Seite. Eine Besonderheit bei dem Sherlock-Spielen sind folgende. Ihr könnt natürlich jede Karte offen auslegen. Ja klar, dann kriegt ihr den Fall auf jeden Fall gelöst. Aber für irrelevante Karten bekommt ihr am Schluss Punkte abgezogen. Sofern ihr nach Punktesystem spielt, aber es sind manche Karten, die sind für den Fall überhaupt nicht ausschlaggebend. Das müsst ihr aber ihr beurteilen. Und die spielt ihr quasi raus. Ihr zieht natürlich immer eine Karte auf. Oder ihr spielt eine Karte offen aus, sodass sie jeder sieht und zieht wieder eine Karte nach. Und auch irgendwann werdet ihr quasi die Karten durchgespielt haben und dann solltet ihr euch Gedanken machen, was denn hier die Lösung dieses Kriminalfalls ist. Und damit bin ich auch schon beim Fazit. Auch das war jetzt schon ein bisschen ausführlicher, aber Neulinge werden sich wahrscheinlich freuen. Die wissen jetzt je nachdem Bescheid, ob das Spiel was für euch ist. Die alten Hasen, die die Spiele kennen, interessieren sich natürlich insbesondere für das Fazit, ob denn mir diese Boxen gefallen. Ich habe es ja auch zu den vergangenen Boxen gesagt. Klar, er richtet sich auch ein bisschen an das Thema. Die sind alle etwas schwierig. Manche sind ein bisschen schwieriger, manche ein bisschen leichter, was den Schwierigkeitsgrad dann angeht. Aber ja, lohnt sich diese Boxen denn überhaupt? Wir haben drei Boxen gespielt. Die Fälschung, das war das erste Spiel, was wir, glaube ich, gespielt haben. Da geht es um ein Bild, wo gefälscht worden ist, um Diebstahl oder ist es Diebstahl? Und der Fall, der hat uns gut gefallen. Der war richtig knackig gemacht, was die Texte auch angeht, was die Bilder angeht. Die sind jetzt alle durchaus ein bisschen anspruchsvoller, also so auf Anhieb lassen, die sich nicht lösen. Aber die Fälschung, das hat mir gut gefallen. Mord im Nachtzug, das war schon ein bisschen krass. Also da sind wir wirklich in Schwanken gekommen, auch was die Lösung dann angeht. Vielleicht lagen die Karten auch zum falschen Moment oder die haben wir einfach zum falschen Moment bekommen, haben Karten abgeworfen, wo wir gedacht haben, die sind nicht wichtig. Aber das war schon ein knackiger Fall. Also wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, schon vielleicht auch ein bisschen Rätselerfahrung hat, der sollte sich mal den Fall dann anschauen. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr sie schon gespielt habt, was denn eure Favoriten sind, was die Sherlock-Spiele angeht. Aber dieser Fall, boah, der war schon ein bisschen knackig. Dann Seance mit einem Toten, auch boah, durchaus ein bisschen speziell, wobei da sind wir recht schnell auf die Hintergründe eingegangen. Klar, wir haben jetzt auch schon ein bisschen Spielerfahrung, auch was die Sherlock-Spiele angeht. Da weiß man dann schon etwas Bescheid, ob man auf gewisse Dinge achten muss, wie Datum, wie Uhrzeit, wie gewisse Zahlenkombinationen, die vielleicht hinterlegt sind, zu Personen, zu den Beziehungen untereinander. Da bekommt man dann schon ein bisschen Gefühl, wenn man das schon öfter gespielt hat, fällt euch je nachdem auch einfacher. Aber durchaus auch eine gute Box, aber nach wie vor mein Fall, der mir am besten gefallen hat, war letztendlich die Fälschung. Preislich kosten die auch gar nicht so viel. Wie gesagt, die lassen sich auch wieder zurücksetzen. Die könnt ihr dann quasi auch wieder zurücksetzen, verschenken und weitergeben. Aber ihr spielt sie auch nur einmal, muss man auch wieder sagen, weil letztendlich kennt ihr die Lösung. Ihr kennt den Rätselweg, aber ihr könnt sie auf jeden Fall dann weitergeben. Diese Option habt ihr. Und das war eine Vorstellung der vier Fälle. Wenn ihr sie euch holen wollt oder ähnliche, dann schaut einfach über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns automatisch. Ihr zahlt nicht mehr, machen viele von euch. Dazu nochmal, wieder mal ein herzliches Dankeschön. Und das waren vier Spiele in einem Video, kurz und knackig. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht ist für den einen oder anderen Neuling, der die Serie jetzt noch nicht kennt, vielleicht das eine oder andere Spiel ja dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.